Der erste Sylt-Triathlon war das sportliche Ereignis des Wochenendes. Veranstaltungsort war List. Der Wettkampf ging über die olympische Distanz. Für die Athleten hieß das 1,5 Kilometer Schwimmen, 46 Kilometer Radfahren und 12 Kilometer Laufen. Die Sportler, darunter so renommierte Namen wie Faris Al-Sultan, Jan Raphael und Sandra Wallenhorst, fanden in List ideale Wettkampfbedingungen vor. Pünktlich um 10 Uhr fiel der Startschuss an der Lister Austernperle durch Pius Regli. Eine halbe Stunde später gingen die Jedermann-Triathleten an den Start. Ich finde es ganz, ganz großartig und ich wünsche allen Teilnehmern und natürlich auch den Organisatoren viel, viel Glück für den heutigen Tag. Insgesamt hatte der Triathlon 220 Teilnehmer, darunter 8 Staffeln. An der Promenade verließen die Athleten die Nordsee und liefen zur Wechselzone auf dem Hafenparkplatz. Dort wurden die Rennräder bestiegen. Im Hafen war dann das Ziel und dort waren auch die meisten Zuschauer. Viele fleißige Helfer unterstützten den Sportevent. Unter anderem sorgte das DLRG-Team, die Freiwillige Feuerwehr List, das DRK und viele mehr für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfes. Der Ironman-Weltmeister Faris Al-Sultan holte sich seinen Startzielsieg. In unmittelbarer Schlagdistanz war sein Verfolger Jan Raphael. Nur 1,5 Minuten hinter Al-Sultan wechselte er auf die Laufstrecke. Der Wettkampf war sehr spannend für die Zuschauer. Faris Al-Sultan siegte dann aber souverän in einer Zeit von 2 Stunden, 10 Minuten und 44 Sekunden. Jan Raphael folgte knapp dahinter mit 2 Stunden, 12 Minuten und 29 Sekunden. Dritter wurde Nils Görke mit 2 Stunden, 15 Minuten und 19 Sekunden. Bei den Frauen holte sich Jenny Schulz in 2 Stunden, 31 Minuten und 51 Sekunden den Sieg. Julia Bohn folgte auf dem zweiten, Daniela Semmler auf dem dritten Platz. Ein gelungener Wettkampf fand im Ziel seinen Höhepunkt. Man sah nur glückliche und stolze Gesichter. Das Publikum war begeistert vom Event und so ist es nicht verwunderlich, dass im kommenden Jahr der Triathlon in List seine Fortsetzung findet.